Wetter für unser Vorhaben. Wirklich bestes Wetter. Es regnet in Strömen. Es geht nach Österreich an die Donau. Und ich hoffe wirklich, dass dieser Regen den Wallern dort nicht auf den Magen schlägt und das Wasser ganz abrupt ansteigt. Wir werden zwei unterschiedliche Reviere beangeln. Beide Reviere sind kanalisiert und dort ist steigendes Wasser nicht gerade das Beste, was man erwarten kann. Ja. Wird interessant. Beide Reviere sind für mich völlig neu, völlig unbekannt. Aber die Donau zählt ja bekanntlich zu den besten Welsrevieren, zu den Urflüssen des Welsangelns bei uns hier in der Umgebung. Ich hole jetzt noch den Martinho ab, dann kommt der Hänger hinten an Bulli und dann geht's weiter direkt ans Donauufer. Abfahrt. So, ich bin beim Martinho angekommen. Auch im wunderschönen Pockingen regnet es. Hier hat er sein Chaos stehen. Alter Vater, was hat er hier wieder zusammengepackt? Aber wenigstens ein bisschen Proviant. Leberkassemmel. Und ein gutes Weihfood. Die Teile hier sind halt wirklich mega praktisch jetzt für die Fahrt. Braucht man keine großen Pausen mehr machen. Brauchen nicht anhalten. Irgendwo was zu essen kaufen bei irgendeinem Fastfood-Maker. Sondern haben immer was Leckeres, Gesundes dabei, sind satt und können es direkt weitermachen auf dem Weg zur wunderschönen Donau. Servus! Servus! Oh, so, was macht die Kunst? Ja, viel Arbeit, viel Stress, aber jetzt fahren wir mal raus und dann schauen wir, dass wir da irgendwas Cooles machen. So, Schlauchboot. Aufladen. Aufladen und Abfahrt nach Austria. Ich freue mich auf unsere österreichischen Freunde und ich hoffe auch auf ein paar österreichische Welse. Ganz schön voll der Bulli wieder für ein bisschen Welsangeln. Aber wer weiß, was uns erwartet. So, jetzt hängen wir einen Hänger an. Dann geht's aber wirklich los jetzt mal. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir sind jetzt im wunderschönen Steyr angekommen. Jetzt geht es noch zum Roland Zacher, Ex-Manko-Steyr. Dort holen wir uns die Angelkarten für die Donau, schauen mal kurz rein, holen uns vielleicht den einen oder anderen Tipp auch ab und dann bin ich echt gespannt. So, gehen wir mal rein, gucken wir mal, ob der Roli da ist. Hier im unteren Bereich ist alles so Automobile, Camping und hier geht es hoch in die Angelabteilung. Da kriegen wir auch unsere Karten und ein paar Infos zu dem Donaustück, wo wir jetzt unterwegs sein werden. Wahnsinns Angellade hier über der Autowerkstatt. Da ist er. Hey, hallo. Servus. Hallo. Haben wir dich gefunden, ja? Gott sei Dank. Schönstes Wetter haben wir mitgebracht, ja. Wahnsinn. Ja, jetzt sind wir hier in Steyr. Steyr, Oberösterreich. Und wir wollen an die Donau. Angelkarten kriegen wir bei dir. Natürlich. Was erwartet uns? Viel Strömung, ja, wenig Strömung, tief, flach, viel Schifffahrt? Wir haben tiefe Stellen, wir haben flache Stellen, wir haben viel Strömung. Okay. Wir haben wenig berückte Stellen. Wird spannend. Wir haben steigendes Wasser. Ja. Wird das Wasser steigen? Wir haben steigendes Wasser. Also ich glaube, das kommt uns dagegen. Na, ich bin gespannt, was passieren wird. Naja, steigendes Wasser in kanalisierten Strecken wird eine schwierige Fischerei. Braucht dann wahrscheinlich noch ein paar Sachen, ne? Gehen wir ja, mal gucken. Ja, gerne. Da rechnet ja keiner damit, dass über der Autowerkstatt so ein gut sortierter Angelladen ist und auch noch richtig Waller-Ausrüstung vorhanden ist. Alles da. Hast du das jetzt gelernt?
Ja, auf jeden Fall nehmen wir dann Propeller-U-Posen mit. Die habe ich, leider nicht dabei. Habe ich nicht mit gerechnet jetzt. Würmer, gibt mal bei dir? Ja, Würmer haben wir. Genau. Und jetzt das haben wir. Wir werden ja auch 2 Tage zusammen interessierte Wallerangler aus Österreich hier mit einem Workshop am Wasser betreuen. Aber 2 Tage jetzt sind wir erstmal allein unterwegs. Ja, genau. Angeln uns ein bisschen rein. Ja. Und ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, dass dieser Regen, das steigende Wasser, was ja sonst eigentlich überall gut ist, uns hier keinen Strich durch die Rechnung macht. Ich gucke noch ein bisschen rum. Dann machen wir die Angelkarten fertig und dann fahren wir mal ins Wasser. Cool, ne? Perfekt. Ja. Freue mich. Perfekt. Ja, wie vermutet, das Wasser ist schon angekommen. Der Regen hat seine Wirkung gezeigt oder zeigt seine Wirkung aktuell und es soll ja noch morgen und übermorgen laut Wetterbericht weiter regnen. Und es ballert richtig schön durch. Wir haben gehofft, dass wir vorhin, wo wir über das Wehr gefahren sind, dort irgendwo unterhalb oder oberhalb uns verstecken können, aber nein. Der ausgewählte Angelplatz für uns jetzt erstmal und auch für die nächsten Tage für den Workshop, für den ersten offiziellen Workshop hier in Österreich mit den Welsanglern hier aus Austria, wird hier irgendwo stattfinden. Schauen wir mal, ob das hohe Wasser ein Segen ist oder zum Fluch wird. So, jetzt bricht natürlich das Chaos hier aus. Wir haben jetzt einen coolen Platz gefunden. Aber die Zeit ist halt mega weit vorangeschritten. Hier vorne kommt so ein Altwasser rein. Das zeige ich euch später nochmal auf der Kamera. Weil das Wasser der Donau steigt jetzt wirklich schnell und heftig. Ich bin mir ganz sicher, ob wir heute jetzt noch viel hinbekommen. Wir müssen jetzt Boot ins Wasser bringen, Montage noch vorbereiten. Stefan, unser Austrian Welsangler, den wir hier am Fluss getroffen haben, ist schon stark motiviert. Er haut sich schon die Rutenhalter rein und hier ist dieses Altwasser, was vom großen Strom hier ins Inland läuft. Und da haben wir auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten am Start. Ja, also wir können draußen die Strömungskanten beangeln und können aber auch hier rein in dieses Altwasser fischen. Und wenn der Fluss steigt, denke ich, haben wir hier auf jeden Fall noch ein paar gute Möglichkeiten, ein paar Ruten unterzubringen und dann die Fische abzugreifen, die nicht mehr draußen im Fluss stehen und vielleicht hier reinlaufen. Aber jetzt erstmal Chaos am Start. Es regnet immer noch. Alles ist nass. Alles ist noch im Bulli. Alles muss ausgepackt werden. Aber ich versuche nachher nochmal die Kamera anzumachen, wenn heute noch was passiert. Das ist Welsangeln. Im Flachen geht es richtig vorwärts. Überall schießen da die Brassen durchs Gras. Und da sind ja eigentlich die Räuber nicht weit. Hier sieht man sie überall rumziehen, die Brassen. Alles voll hier mit Weißfisch. Da haben die Waller natürlich einen reich gedeckten Tisch. Aber es ist ganz, ganz flaches Wasser. Ihr seht, dass wir überall in Hecken rumschieben. Da drüben überall Fisch.
bis in die letzte Ecke. Hier hinten in dem Bereich geht es richtig vorwärts. Aber es ist sehr, sehr flaches Wasser. Keine Ahnung, die Welse, ob die jetzt hier reinziehen. Probieren werden wir es heute Nacht auf jeden Fall. Da haben wir dann die Routen draußen im Strom an der Kante, vor dem Einzugsgebiet und definitiv auch hier, wo es ins Hinterland geht, werden wir mal was hinsetzen. Es ist alles sehr spät geworden heute Abend. Wir werden jetzt erstmal zusammen mit Stefano die Routen hier ausbringen, uns das Gebiet ein bisschen anschauen. Hier unten seht ihr schon, sind zwei schöne Ecken in der Donau. Hier vorne läuft die Steinkante raus und weiter unten habt ihr noch eine Ecke. Das ist der Bereich, den ich euch vorhin schon auf dem Video gezeigt habe, dieser Altarm hier, und da werden wir hinten in den Strömungsschatten. Genau hier, wo die Strömung über die Brune runterbricht, bei dem steigenden Wasser jetzt. Erste Montage legen in Austria an der Donau. So Stefano, du musst es mal probieren hier vorne, ja, hier bei den Steinen wirklich was reinzukriegen. Wobei über Warthose an, gell? Das war nicht schlimm. Ja, da können wir dann aber schön überlegen. Hier irgendwo rein. Ja. Muss mal was gefunden. Ja, das sieht doch schon gut aus. Dann los, ab. So weit brauchst du dann rausziehen. Lass ihn ruhig. So? So auf der Höhe, genau. Perfekt. Wir setzen jetzt hier aufgrund des schnell steigenden Wassers und der starken Strömung auf eine 20 Gramm Trio-Pose, Haarmontage, unten dran Deadbait. Schauen wir mal. Die aufsteigende Kante direkt in der Strömung, neben dem Strömungsschatten, setzen wir die erste Montage. Hier unten unterhalb von unserem Platz haben wir so ein großes Kehrwasser gefunden, ganz flach, einen Meter. Und genau außerhalb, hier vorne im Strömungsschatten, schießt die Strömung flussab von der Donau. Und da werden wir jetzt die zweite Montage reinlegen. Unten in der Strömungskante, wo die Strömung am Flachwasser vorbeirauscht, haben wir so einen Wirbelwind montiert. Schauen wir mal. Beide Rudes im Wasser, haben wir doch viel schon geschafft für heute Abend, für das Sauwetter hier in Österreich an der Donau. So, hier vertrauen wir auf den Wirbelwind und ein saftiges Tauwurmbündel.
Das werden wir ganz knapp hier an den Hecken in der aufsteigenden Kante der Steinpackung präsentieren. Der Regen nimmt hier an der Donau kein Ende. Wir haben jetzt auch noch zwei Montagen hier in den Bereich gelegt, wo wir heute Mittag die Brassen gesehen haben. Da drüben hängt eine Rute. Die geht jetzt hier oben durchs Dickicht an Angelplatz. Und bis hinten rein ziehen wir jetzt noch ein paar Ruten. Bin gespannt. Unglaublich, oder? Der Plan geht direkt auf hier im flachen Wasser, dort wo wir die Brassen gesehen haben. Deadbait draufgehangen, krumm. Wahnsinn. Erste Donauwels. Petri. Danke. Besser klein? Immer fein. Ja, super Fisch. Ja, der Anfang ist gemacht. Petri, heil. Petri, danke. Da kann man drauf aufbauen. Sowieso. Die Ruten sitzen und jetzt gibt's Happa Happa. Und wir wetten, dass der hier parkt. Der parkt hier wieder genau auf unseren Ruten. Es darf doch nicht wahr sein. Es darf doch nicht wahr sein. Der parkt hier. Hier unten stehen die Gärten. Und da parkt der Junge. Wir werden sogar an der Donau zugeparkt. Unglaublich. Unglaublich. Naja, glaubst du, die nur weil die uns sehen, parken die nicht? Achtung, das macht dann Motor aus. So, Jungs, unglaubliche Szenen spielen sich hier wieder ab. Im Hintergrund hört man, am Rhein wird man schon mal zugeparkt, im Parkverbot beim Welsangeln. Und jetzt hier an der Donau, im wildesten Revier, was es gibt, parkt wieder ein guter 160 Meter Kutter direkt hinter uns in der ersten Nacht. Das kann was werden. Wahnsinn. Der parkt da. Schau, da kommt der Panda her. Schau mal, da kommt der Panda her. Alter! Da kommt eine Panda her. Siehst du das? Ja, hier vorne kommt ein Baum durch. Und im Hintergrund ging gerade der Anker runter. So. Unglaublich! Das wird auf jeden Fall was heute Nacht mit den Donauwelsen. Aber der Baum ist gut. Leucht den mal an. Der schaut aber richtig gut. Leucht mal den Baum an. Ja, den mit den großen Fingern oder mit dem Zug. Die Donau steigt. Da ist er. Ja. Die ersten Bäume kommen runter und der haut seinen Anker rein. Jetzt ist er alles wurscht. Ja, vielleicht kennst du ja die Donauwelse hier, dass man zugeparkt wird. Aber genau vor unserem Platz im wildesten Revier. Das ist ja ein Wahnsinn, oder? Mitten im Nirgendwo. Genau da vor uns einer. Also normal ist das nicht. Naja, normal ist das nicht. Unglaublich.
die Rute, wo er vorhin dabei war, hier am ersten Buhnenfeld, Volleinschlag. Der nächste Donaufisch ist am Band. Komm hoch die Rute jetzt. Mhm. Wie es halt geht. Ja. So. Gut, die kommt. Jetzt kannst du nehmen. Ja, Petri, junger Mann. Geiler Donaufisch. Scheiße. Der kann sich schon mal sehen lassen. Ich bin mega happy. Bitte Dank. Petri. Petri, Dank. Chang. Mega, Pou. mega geil. Woo! Voll geil, das kann ich durch, ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Hat sich hier einiges geändert am Fluss, wie man unschwer erkennen kann. Das Wasser der Donau ist jetzt richtig eingetrübt. Ja, es hat eine braun-graue Farbe. Ich hoffe nicht, dass dieses kalte, sedimenthaltige Wasser, was über die Zuflüsse jetzt hier rein transportiert wird, der ganzen Sache hier einen Abbruch geben wird. Aber die Wassertemperaturen sind schon gut runtergegangen wieder. Und die Weißfische, ja, also die Brassen, die wir hier gestern im vorderen Bereich gesehen haben, sind weg. Also man sieht auf jeden Fall an der Oberfläche hier im Grasland nichts mehr umherswitchen da durchs flache Wasser. Die Nacht war gut, die letzte. Heute Morgengrauen kam noch ein stattlicher Hecht dazu. Gestern Abend im Dunkelwerden kam ein Waller hier im Altwasser und gestern Nacht hier draußen an dem Umlenker, an dem Stock, da war er ja dabei, auf dieser Buhnenpackung, Buhnenspitze, die hier in den Fluss rausläuft, die mittlerweile auch komplett unter Wasser ist, kam ein richtig schöner Donauwels. Wir sind mega happy und gucken jetzt, wie wir weitermachen können. Hier vorne dreht jetzt richtig alles, der Dreck rein. Das Wasser ist bestimmt 50, 60 cm nachgestiegen. Mal schauen. Die nächsten Workshop-Teilnehmer kommen jetzt heute an. Wir nehmen euch nachher mit, was wir mit den Jungs vorhaben, was wir machen werden. Ich nehme jetzt erstmal die Leute von am Parkplatz in Empfang. Wir werden eine kleine Ansprache halten über die aktuelle Situation, über die Bedingungen. Und dann weiterarbeiten. Mal gucken, ob wir weiterhin hier am Donauwels dranbleiben können. Ja? Trotz den jetzt doch schwerer werdenden Bedingungen, Temperatursturz im Wasser, viel, viel Holz, was auf dem Fluss bewegt wird und dieses sedimenthaltige Wasser jetzt der Donau. Also da sagen ja viele Angler, wenn das jetzt hier über die Zuflüsse in die Donau reingelangt, dass es doch mit den Fängen etwas runtergeht, dass die Fische ein bisschen mehr ihr Maul zu haben. Mal schauen. So, herzlich willkommen alle zusammen zum ersten offiziellen Waller-Workshop hier an der Donau in Zusammenarbeit mit dem Roli von der Ex-Manco Steyr. Wir werden euch mitnehmen, die jetzt von zu Hause zugucken, was wir hier mit den Teilnehmern machen, welche Montagen zum Einsatz kommen. Wir haben zwei verschiedene Gewässersysteme, einen Altarm, der Zulauf hat, und die Hauptdonau. Also es wird eine ganz spannende Sache, auch für euch, wenn ihr es mal nachmachen wollt, an den Flüssen bei euch zu Hause. Und jetzt werden wir die Teilnehmer in Gruppen einteilen, an die Plätze bringen und dann mit den einzelnen Betreuern, alleine schaffe ich es natürlich nicht, Martin Schmelz unterstützt mich, Niklas Auer unterstützt mich, zusammen die Montagen bauen, die Montagen auslegen und hoffentlich auch euch hier einen starken Donauwels zeigen können. Ihr seid dabei, ab geht's!
Wir haben hier einen relativ großen Flachwasserbereich. Seht ihr richtig, wie das Wasser hier dreht? Normalerweise ist hier so gut wie überhaupt kein Wasser. Jetzt haben wir hier noch 60, 70 cm drauf und draußen kommt eine richtig scharfe Kante, wo es dann auf 4 Meter runter geht. Und da werden wir jetzt probieren, jeweils 3 Taubomontagen und 3 Deadbait-Montagen in der Beschleunigung von der Strömung neben dem stehenden Bereich, wo die Kante hochgeht, abzulegen. Wir haben hier oberhalb des Deadbaits eine 20 Gramm EVA-U-Pose. Dann die Forelle mit unserem Puncher bearbeitet. Hier sind die Schwimmkörper drin. Wie das funktioniert, habt ihr schon in zahlreichen Videos gesehen. Und die packen wir jetzt raus an die Kante. Ja, da kracht es doch schön runter in die Höhle des Löwen. Schauen wir mal, ob der Plan aufgeht. Nächste Route, um optimal zu mixen und den Geschmack der Donauwaller irgendwie treffen zu können. Ein schönes, saftiges Taubumbündel. Vorne dran eine X-Strong Flügel-U-Pose. Die macht richtig gut Druck hier im starken Donauwasser. Hinten dran zwei 2.0er Drillinge, circa 24 Würmer auf beiden Haken drauf und in der Mitte für den Auftrieb nochmal eine kleine Mikro-U-Pose. Altarm haben wir tieferes Wasser, da probieren wir jetzt mal ein bisschen zu klopfen. Saftiges Taubumbündel. Ja, oh, weg ist er. Shit. Auskadelt. Auskadelt. Das ist wirklich verrückt. Wir kriegen hier am Altarm permanent Hechtattacken. Auf die toten Forellen schießen sie drauf. Also wenn die Welse mal nicht wollen, die Hechte sind am Start. Ganz einfache Montage. Kleiner Drilling in der Brustflosse, Einzelhaken im Rücken, dass die Forelle aufrecht hängt. Und so angeln wir hier im Altarm, fangen hauptsächlich Hechte, aber auch ab und zu einen Wels. So schnell wie das Wasser hier an der Donau angestiegen ist, genauso schnell verschwindet es plötzlich wieder. Also ich kenne nur wenig Gewässer in Europa, wo so schnell das Wasser wieder runterrattert. Vielleicht haben sie irgendwo hier eine Schleuse aufgemacht oder ein Kraftwerk und lassen das ablaufen. Aber in so einer kanalisierten Strecke geht es natürlich ruckizucki. Da draußen seht ihr ja noch die kleine Buhnspitze hier von dem Altarmbereich. Hier vorne ist die Packung, wo der andere Fisch auf den Umlenker kam. Da gucken jetzt die Steine oben alle schon wieder raus. Und hier vorne eine Rute am Ast, draußen im Fluss präsentiert, hat noch einen Fisch eben gebracht. Ich war leider mit der Kamera nicht so schnell, aber den seht ihr jetzt nochmal. Petri heil. Petri dank. Also man sieht sowohl bei dem steigenden Wasser,
war dieser Bereich hier top mit dem Dreher, wo es in das Hinterland reindrückt. Hier an diesem Steinwall kam der erste Biss da auf eine U-Pose, hinten in der Strömungsbeschleunigung abgelegt. Und jetzt in der fallenden Periode, da drüben an der Packung, über den Baum umgelenkt, der nächste Fisch. Also immer interessante Bereiche für euch, wo ein kanalisiertes Flussstück irgendwo ins Landesinnere reinfließt und natürlich auch wieder rausfließt. Ja. Jetzt, wie das Wasser angefangen hat, so schnell zu fallen, werden natürlich auch ein Großteil der Weißfische wieder in den Fluss zurückziehen. Und da stellen sich dann immer die Räuber vorne dran und warten auf die Beute, die da über die Kante zurückkehrt, um zuzuschnappen. Druck halten. Genau. Dass man da erstmal drüber kommt. Super. Weiterkurbeln. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Jetzt im Morgengrauen kommt noch eine Aktion. Wir haben schon gar nicht mehr mit gerechnet. Adrian ist, glaube ich, auf dem Weg jetzt zu seinem ersten Donauwaller. Drücken wir mal die Daumen, dass es auch alles klappt. Jetzt kurbeln, du musst dann die Schnur da oben von dem Heck runter kurbeln, schneller kurbeln, super, kurbeln. Super. Super. Kurbeln, jetzt musst du immer so die Rute dann zu dir hinziehen. Super. Ganz los lassen. Setz dich ruhig daneben deinen Papa und die Rute auf die andere Seite. Ich drehe das Boot. Genau, und dann, genau. Und jetzt kurbeln, super. Kurbeln. Und jetzt zu dir herziehen. Das immer ziehen und dann genau, und jetzt kurbeln. Super. Genau. Super. Dann ist es okay, das passt alles gut. Und viel. Ja? Ich mach's selbst bitte, genau. Ist gut. So genau. Er zieht was, hä? Ja. Du kannst noch kurbeln bis zum Wirbel. Und schön oben halten jetzt die Rute, genau. Jetzt passen wir ins Boot kommt, wo ich nehme wie die Haken hin. Das ist kein schlechter. Ein größter Fisch bis jetzt, oder? Gucken wir mal, ob wir ihn kriegen. Toll! Genau, immer die Rute dann schön oben halten. Und nur hier rankommen. Jetzt zieht er ganz schön, gell? Ja. Wenn es dann wieder geht, Rute wieder hoch. Zack. Wild. Beim Reinziehen müssen wir jetzt aufpassen, dass man nicht mit dem Haken einer hängt frei ans Schlauchboot kommt. Achtung! Ui! Petri, super! Das ist doch stark, oder? Eine ganz tolle Familienaufnahme. Adrian und sein Papa
hier zum ersten Mal zum gezielten Welsangeln an der Donau und hat direkt geklappt. Das ist doch stark. Der junge Mann hat es ganz, ganz toll gemacht. Und das hier unten ist kein schlechter Fisch. Petri Heil. Petri, danke. Jetzt halt man hier ein bisschen, dann gehen die Barteln nach vorne. Mhm. Dann erholt er sich gleich. Da ist schon fit, das Wasser der Donau ist noch kalt. Nimm ihn ruhig mal hier vorsichtig im Maul. Brauchst keine Angst, dann beißt dich nicht, aber da merkst du die Zähne jetzt hier vorne. Nimm, yeah. Halt ihn ruhig mal richtig. Geh ruhig rein, brauchst keine Angst haben. Aber ein richtiger Wallerangler muss auch ein paar Wunden dann haben. Ne? Hast du einen? Greif ruhig mal zu, da hast du ein Gefühl dafür. Würde dich nicht beißen, was du nicht siehst. Ja. Krass, ne? Die Zahnplatten hier. Jetzt hältst du ein bisschen unter Wasser. Und jetzt wird er gleich sich mehr bewegen, dann lässt ihn gehen. Streicheln wir nochmal. Stark. Petri Heil. Petri, danke. Wahnsinn. Der erste Donauwels. Das war was. He? Da kommt der Wallavirus. Super. Guck mal, hier vorne ist er noch. Er ist noch da, der will noch gar nicht weg von dir. Jetzt haut er ab. Das finde ich stark, dass wir hier in diesem Revier oder die Angler selber entscheiden dürfen, ob sie diesen Fisch essen möchten oder ihm wieder die Freiheit schenken. Ich glaube, Fisch haben wir genug daheim zum Essen, oder? Ja. Der sollte wieder schwimmen. Fall. Wenn ihr auch Lust habt, mal an so einem verrückten Wochenende hier in Österreich bei so einem Waller-Workshop, bei so einem gemeinsamen Welsfischen teilzunehmen, meldet euch bei uns. Ich werde hier in der Videobeschreibung unten drin alles nochmal verlinken. Auch für das nächste Jahr werden wir in Zusammenarbeit mit Ex-Manko Steyer, mit dem Roli Zacher, hier einen tollen Workshop für Welsinteressierte am Donauufer planen. Wenn ihr dabei sein wollt, würde es mich freuen. Ansonsten begleitet uns beim Film. Bis zum nächsten Video. Viele Grüße. Euer Stefan und Adriano. Ciao, ciao.